Jo Leute, was geht? Ich bin Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und zwar mit einem neuen Prank an meine beste Freundin Lan. Ich habe ja zuvor gesagt, dass ich einen bestimmten Prank mir überlegt habe, den ich unbedingt machen möchte und da Lan mich jetzt für eine Woche besucht und sie gestern angekommen ist, ja, dachte ich mir, muss ich es heute einfach mal direkt ausnutzen und den Prank machen, weil ich finde den so cool, ich hoffe er funktioniert. Eigentlich muss er funktionieren, weil es nichts ist, glaube ich, womit sie unbedingt rechnet, denn es ist nichts wirklich Ungewöhnliches, also es ist nicht ungewöhnlich, dass ich es habe. Und das ist die Rede von einem lebendigen Teddy-Prank. Ja, ihr wisst, ich habe zwei richtig große Teddys. Einmal Bernhard, der ist aber noch relativ klein, im Gegensatz zu diesem hier. Und zwar ist die Rede von diesem riesigen Teddybär. Und zwar werde ich da mich reinstecken. Ja, ihr hört richtig. Ich werde ihn aushöhlen, es tut mir leid. Es tut mir so leid, ja, aber es muss einfach sein, weil es ist so cool. Und dann wird der Teddy zum Leben erweckt. Lan ist momentan unterwegs. Sie kommt erst so gegen 17 Uhr, kurz nach 17 Uhr zurück. Deswegen nutzen wir jetzt die Zeit einfach mal aus. Sie hat meinen Schlüssel. Sie rechnet eigentlich mit gar nichts, weil ich habe alles eingefädelt, Leute. Ich habe wirklich alles mir durchdacht und geplant und es muss einfach funktionieren, weil sonst war es echt kacke. Weil ich habe so viel Zeit da reingesteckt, mir alles zu überlegen, was ich ihr sagen könnte, damit es nicht so auffällt und so weiter. Ich meinte nämlich heute Morgen, sie muss den Schlüssel mitnehmen, denn ich werde heute erst richtig spät nach Hause kommen. Also, ja, sie meinte, sie kommt um 17 Uhr zurück. Wieso? Sie braucht nicht den Schlüssel und so weiter. Aber ich sagte, es wird auf jeden Fall länger dauern. Ich muss auch was für eine Challenge mit ihr besorgen und das dauert ein bisschen. Dann muss ich extra nach Harburg fahren und so weiter. Das ist voll aufwendig. Ich komme auf jeden Fall nicht vor 20 Uhr nach Hause. Und ja, sie ist lernen in Ruhe. Deswegen, ja, sie wird erst um 17 Uhr nach Hause kommen hierher. Ich hoffe, sie macht es auch, wie sie gesagt hat, und geht nicht noch ein bisschen shoppen oder so. Oder, keine Ahnung, abhängen in der Stadt, weil das Wetter ist gerade echt gut. Und ich muss mir definitiv was anderes anziehen, denn ich habe eine lange Leggings an, ein langes Shirt. Wenn ich da reingehe, ich werde so schwitzen, Mann. Das wird so heiß. Also, no way. Ich werde mir auf jeden Fall was anderes anziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich mich dann hier auf das Sofa setze, weil dann könnte ich so mich so an sie ranrücken oder so mit der Zeit. Keine Ahnung. Oder ob ich mich hier auf den Boden setze, weil ich weiß nicht, wie schwer das wird, weil der Teddy ist so sauschwer. Ich muss auf jeden Fall richtig viel von der Füllung rausnehmen. Aber es muss noch was drin bleiben, damit es realistisch wirkt. Ich hoffe, ich kann da irgendwie durchgucken. Oh mein Gott, wir haben noch eine knappe Stunde. Also ja, es muss jetzt schnell gehen. Ich muss schnell den Bär aushöhlen. Und dann warten wir, bis Lan nach Hause kommt. Und ich glaube nicht, dass sie unbedingt, ja, skeptisch sein wird, warum der Teddy hier rumliegt. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie damit rechnet, dass ich da reingehe. So gar nicht. Weil bei mir liegen die einfach rum. Entweder sind die bei mir im Zimmer oder mal im Flur oder ja, hier im Wohnzimmer, der große oder der kleine Teddy. Vielleicht denkt sie sich, ich brauche den mal für ein Bild demnächst oder so, deswegen liegt er hier rum. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass sie so skeptisch sein wird. Aber ich will jetzt nicht so viel labern. Ich würde sagen, wir starten jetzt damit und let's go. So, okay. Schere geholt und Säcke natürlich. Ich muss ja irgendwo die Füllung reinpacken, damit ich das später wieder reintun kann. Deswegen, ja, brauche ich erstmal diese Säcke gleich. Und jetzt holen wir den Teddy. Oh mein Gott. Er ist so riesig. Der passt doch nicht mal richtig ins Bild. Guckt ihr euch einfach mal an. Der ist so groß. Ja, wenn ich jetzt nochmal sehe, wie groß er ist, ich glaube, da wird sie sich doch schon ziemlich wundern, warum er gerade jetzt hier rumsteht. Mann, was ist los mit dir? Ich habe dich gar nicht so riesig in Erinnerung. Oder hier ist einfach alles klein. Ich weiß es nicht, aber er ist so groß. Ehrlich, wir müssen uns irgendwas überlegen. Das geht so nicht. Aber ich glaube, das ist schon echt so eine Horrorvorstellung, wenn der plötzlich zu Leben erweckt. Also eigentlich ganz süß und knuddelig, aber du weißt ja nicht, wer da drin ist, ne? Das ist das Creepige an der ganzen Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Ah doch, okay. Oh, dieses Geräusch. Oh, das tut mir ja schon echt leid. Bisschen oben noch, weiter unten. Wenn ich da reinschlüpfen kann. Boah, ist da viel drin. So, das ist jetzt der große Schlitz hier. Sieht echt brutal aus. Aber ich glaube, ich brauche nicht mehr Platz. Also wenn man das so auseinanderzieht, passt schon. Und jetzt müssen wir dieses ganze Zeug hier rausholen. Da unten kann das ja eigentlich drin bleiben, am Po. Dann sitze ich wenigstens gemütlich und nicht so auf dem Boden. So, erste Tüte schon mal voll. Boah, Alter, wie viel Flausch hast du hier drin? Der ist super viel. Wer hat auch Mitleid mit dem Teddy? Der macht jetzt ein Bären-Emoji unten rein. Aber keine Sorge, ich werde ihn wirklich wieder pflegen. Keine Sorge. Kurzes Update. Sieht schon ein bisschen ausgehöhlt und schlabberig aus, aber da muss noch ordentlich was raus, weil irgendwie muss ich meine Beine da reinstecken können. Wir haben noch sehr viel zu tun. Was ist das denn? Haben die etwa von irgendwas anderem hier ein bisschen Stoff genommen oder so? Vom Einhorn oder so? Kann das sein? Hier oben sind auf jeden Fall die Augen.
Die Nase hat einfach mal so ein Loch hier. Es wurde noch nicht mal zugenäht. Okay, wollen wir mal weitermachen. Wollen wir mal schauen, ob ich da reinpasse. Ob das schon reicht. Es ist so seltsam, in so ein Teddy reinzuschlüpfen. Oh mein Gott. Wow. Ich glaube, ich muss oben noch ein bisschen was rausholen. Aber. Wow. So cool. Das ist richtig heiß. Ich möchte nicht mit den Leuten tauschen, die damit immer rumlaufen müssen. Boah, ich kann nicht stehen. Ich will nicht wissen, wie bescheuert das aussieht. Hi Leute. So, ich glaube, das reicht. Ich wollte ja nicht zu viel rausholen hier. Boah, ich habe dieses Flausch in meinem Gesicht. Ii! Ich kann jetzt so gut wie gar nichts sehen, habe ich das Gefühl. Oh yeah. Oh yeah. Aber sie darf ich auf jeden Fall nicht von hinten sehen. Okay, wenn ich so sitze. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Aber es ist so heiß hier, Leute. So verdammt heiß. Ich gucke mir jetzt nochmal die Aufnahme an. Schau mal genau, wo ich mich hinpflanzen kann. Und dann ziehe ich mich um und dann bringe ich die Säcke auch noch weg, damit nichts auffällt. Und ja, dann kann der Prank losgehen. Dann warte ich nur auf den Augenblick, bis Lan hier nach Hause kommt und ich die Tür höre. Oh mein Gott, Leute, es ist schon 16.59 Uhr. Das heißt, Lan wird jeden Augenblick kommen und der Teddy ist da schon. Ich bin schon bereit, ich habe mir eine Shorts angezogen und oh mein Gott, ich bin so nervös. Ich hoffe, der Prank funktioniert einfach mal und ja, ich werde jetzt die Kamera verstecken, mich im Teddy verstecken und dann kann es abgehen. Okay, ich werde jetzt die ganze Zeit die Kamera laufen lassen. Ich habe den Akku gewechselt, es muss einfach funktionieren. Wie, es nimmt gleich nicht auf, ne, und bricht dann einfach ab, ich drehe durch und wie, Lan sieht die Kamera. Aber ich hoffe nicht. Jetzt habe ich den Mundschutz hier oben. Ich sagte doch, irgendwie brauche ich das bestimmt nochmal. Weil das Zeug mir sonst voll in den Mund fliegt. Das ist so heiß, jetzt schon, Leute. Ich bin so nervös. Nachher verpasse ich das Timing und denke sich auch nur so, was ist los mit dir? Wie krank ist das denn?
Nope. Aber oh mein Gott, Lan. Oh mein Gott. Wenn da irgendwie so ein Killer drin gewesen wäre, was hättest du gemacht? Pfanne holen. Was? Wolltest du eine Pfanne holen oder was? Ja, ich bin extra rausgegangen. Oh mein Gott, Leute. Lan wollte eine Pfanne holen. Nicht dein Ernst. Und dann habe ich dein Lachen gehört und dann habe ich das gelassen. Was? Oh mein Gott, gut, dass ich das aufgelöst habe, Leute. Ich muss die ganze Zeit so. War das echt dein Arm oder war das nur die Puppe? Nein, das war mein Arm. Ich habe meinen Arm hier so reingesteckt. Oh. Hier so rein. Oh, das ist so heiß, ne, Lan? Das ist so richtig heiß in dem. Komm, einmal eine Teddybär-Umarmung, Lan. Warte, ich muss da nochmal reinschlüpfen. Oh, wo bist du? Komm zu Papa! Ey! Boah. Was? Ich kann kein Mittelfinger zeigen, verdammt! Du willst keine Umarmung. Wie bescheuert ist das? Leg dich nicht mit dem falschen Bär an. Oh mein Gott, ich hab Angst. Hast du mich überhaupt gesehen? Nein! Ich kann das so umgerissen sehen. Die Stimme ist so bescheuert. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye!